Ja, mein Wohngebiet, der Stumpenhof, ist eigentlich nicht nur ein Wohngebiet, es ist auch nicht nur ein reines Ausflugsziel. Hier oben auf dem Stumpenhof kann man auch ganz toll kulinarisch essen gehen. Hier gibt es ganz tolle kulinarische Küchen und ich denke mal, ich zeige euch mal, wo die überall so sind. Hinter mir ist das Café Moloch hier auf dem Stumpenhof. Das gibt es bereits schon seit 1959. Hier gibt es leckeren Kuchen, leckere Torten, leckeres Eis. Es lädt hier einfach zum Verweilen ein. Also wenn man hier auf dem Stumpenhof vorkommt, hier das Café Moloch direkt hier auf dem Techplatz. Und hier hinter mir ist das Stumpenhof-Restaurant. Das gibt es bereits schon seit 1936 und ist auch seitdem im Familienbesitz. Sehr gutes Essen, sehr gute Qualität. Und wie gesagt, wenn ihr mal hier auf den Stumpenhof hochkommt, geht mal da rein, esst was Schönes. Und wie gesagt, ist sehr zu empfehlen. Stumpenhof-Restaurant hier direkt an der Straße Stumpenhof. Ja, und hinter mir, da steht der Alblick hier auf dem Stumpenhof. Das ist eine Vereinsgaststätte des Turnverein Plochingen und hier gibt es ganz leckere griechische und schwäbische Küche. Ja, und zu guter Letzt bei Antonella hier in der Vereinsgaststätte des Tennisclub Plochingen. Pizza, Pasta und Co. hier bei Antonella. Also, vier tolle Lokale hier auf dem Stumpenhof, wo man richtig schön ausgehen kann und besucht einfach mal den Stumpenhof, lasst euch gut gehen, wenn ihr hier oben seid. Und wenn der eine oder andere mal hier hochkommt, meldet euch hier Kommentare und dann treffen wir uns irgendwo. Ne? Also, das war schon von meiner Seite. Tschüss, euer Rainer. Bye, bye. Ach ja, und was ich noch vergessen habe zu sagen, bei alle vier Locations, wo man gut essen kann hier auf dem Stumpenhof, kann man übrigens auch schön draußen sitzen, unter freiem Himmel. Und einfach die Abendstunden, die schönen Sonnentage einfach genießen. Also, wie versprochen, wenn ihr mal hochkommt auf den Stumpenhof, meldet euch. Und ich denke mal, dann können wir uns mit Sicherheit mal irgendwo treffen und gemütlich was trinken. Also wie gesagt, schreibt unten in die Kommentare rein, wenn ihr hochkommt. Und lasst mal was von euch hören. Tschüss, euer Rainer. Viel Spaß und bis bald hier auf dem Stumpenhof.